Ist das eigentlich neu? Kann ich dann hier Fließbänder weiter auf der Ebene drüber bauen lassen? Ja, es scheint zu funktionieren. Kann ich da die Strecke theoretisch auch verkürzen? Hallo zusammen bei Shapes 2. Und jetzt arbeite ich einfach mit Logikgattern, weil hier irgendwelche seltsamen Dinge passieren, die mich irgendwie nerven. Dazu benutze ich jetzt einfach mal den Rotierer hier. Ich sehe gerade, hier ist noch was Falsches. So. Damit hier einfach alles richtig rumgedreht ist. Also, das geht mir halt einfach schon ein bisschen auf den Zeiger, wenn es nicht richtig rumgedreht ist. Die werden hier jetzt einfach gemacht. Und alle, die richtig sind, die bleiben, wie sie sind. Und alle, die falsch sind, werden um 180 Grad gedreht. Da ich hoffe, dass nur... Nein, das kann ich nicht hoffen, oder? Nee, nee, nee. Das heißt, alle, die richtig sind... So, wo habe ich sie denn... Fließbänder. 180 Grad rotiere. Alle, die falsch sind, werden um 180 Grad gedreht. Da machen wir immer hier zwei ran. Sollte sogar gut funktionieren. So. Ah. Hier funktioniert es natürlich nicht. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass es halt auch dann doppelt so viel Platz braucht. C. So. Also hier geht es dann hier runter und die zwei gehen dann hier rein. Und hier vorne fusionieren wir die Bänder wieder. Dasselbe passiert hier. Und hier vorne fusionieren wir die Bänder wieder. Dasselbe passiert hier. Und hier die Bänder wieder fusioniert. Und hier passiert dasselbe, nur in die andere Richtung. Und die Bänder werden wieder fusioniert. Wenn es euch übrigens gefällt, dass ich jetzt erstmals ein bisschen mit Logikgattern rumexperimentiere, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch meinen Kanal oder schaut auch in die anderen Videos rein und in die Playlist zu Shapes 2, denn hier gibt es richtig viele Videos inzwischen. Und ich sehe gerade, ich komme noch nicht so ganz mit der Platzkonfiguration klar, die sich aus diesen neuen Bauteilen hier ergibt. Weil ich natürlich auch, und das vergesse ich irgendwie sehr beharrlich, irgendwie das Signal hier reinführen muss. Und hier sieht man ja auch schon, funktioniert hier nicht so ganz. Das heißt, hier muss man mal ein bisschen Platz immer schaffen. Dadurch haben wir natürlich die vertraglichen Spaghetti-Fabriken mal wieder. Aber jetzt sollte es eigentlich stimmen, glaube ich. Ja. So, dann kommen hier mal der Kabel hin. Eines geht hier hin. Eines führen wir dann hier hin. Okay. Problem klar. Machen wir es einfach, dass wir es hier rüberführen. Hier runter, hier rüber, runter. Hier runter. Hier müssen wir noch mal kurz, dass es hier runter geht. So, Kabel, das ist durchgängig, oder? Ah, noch nicht ganz. Weil... ich hier wieder mit dem Platz Probleme habe. Also mal, zieh mal einfach kurz mal das hier rüber. So. Ah.
Daran bitte nochmal verbessern, wenn es geht. So. Jetzt schließen wir die hier mal kurz an und schauen, ob es funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ja, dann haben wir hier so eine kleine Sortieranlage, die ich mal bei Gelegenheit optimieren sollte. Aber ein bisschen ein Grund, warum ich momentan keine Fabriken lösche. So. Sind die hier nicht um 180 Grad, sondern um 90 Grad irgendwie verschoben? Also die richtigen kommen durch. Die falschen werden zu stark gedreht. Ja, lass uns das mal kurz nochmal 90 Grad Rotierer hinbauen vielleicht. So, einmal Try and Error. Einmal hier so 90er und hier so 90er. Welcher ist richtig? Der obere ist richtig. So. Gut. Und hier wird auch umsortiert. Auch hier müssen wir wahrscheinlich die hier machen, damit es stimmt. So, und jetzt kommen hier überall die gleichen Teile raus. Hier lustigerweise haut es hin. Interessant. Aber eigentlich müssten wir ja die, die wir umdrehen wollten, hier aussortieren. Aber ist das mal egal. Da schon mal kurz die Mülltonnen. Was habe ich denn jetzt gelöscht? Nicht mehr funktioniert. Ich habe versehentlich ein Kabel gelöscht. Ich habe ein Kabel gelöscht. Okay, wie auch immer. Hier kommt das rein. Hier kommt das rein. Hier kommst du rein. Und hier kommst du rein. Und jetzt sollten wir hier die alle haben. Das ist auch wichtig, wenn wir nachher ja nochmal hier stapeln müssen. Ah, guck mal, wir haben sogar genügend abgegeben. Freischalten, damit ist die Fabrik hier fertig. Na, schaut her, wir haben gar nicht mal so viele Teile, die wir herstellen müssen. Okay, ich hab's zurück, ich nehm's zurück. Wir haben eine ganze Menge Teile, die wir herstellen müssen. Freischalten. Und jetzt seht ihr so ein bisschen den Punkt, warum ich sage, ich habe jetzt die einzeln hergestellt, anstatt obwohl es so ein Teil hier gibt, weil jetzt muss ich hier das ja machen. Aber lasst uns vielleicht kurz Forschungspunkte nochmal freischalten. Um 48. Wir könnten natürlich einfach alles mal schneller machen, aber brauchen wir viel mehr. Aber ich will jetzt einfach mal andere Plattformen noch freischalten. Und dann die Züge. Vielleicht will ich einfach die Zugachterbahn hier mal machen. Ja, die machen wir es einfach, weil es lustig aussieht. Dann aktivieren wir mal das nächste Fundament hier. Dieses auch. Boah, das hier braucht richtig viel. Haben wir tatsächlich noch genügend, um weitere Logiker zu machen? Aber wartet mal, wenn das hier. Ich habe gerade sowas. Erzeugt ein vordefiniertes Signal. Not, nor. Ah, okay, ist nicht dieses hier. Ah, schick. Ich kann was anderes schauen. Ich hatte doch hier irgendwo was gefunden, was mich interessiert. Genau, Kabelübermittler. Ah, damit kann ein Signal dann übertragen werden. Aber ist das eigentlich neu?
kann ich dann hier Fließbänder weiter auf der Ebene drüber bauen lassen? Ja, es scheint zu funktionieren. Kann ich da die Strecke theoretisch auch verkürzen, indem ich einfach so ein einzelnes nehme hier? Das sind hier so aneinander setzt. Ich glaube nicht, das sieht falsch aus. Ja, das ist noch so ein bisschen so ein Punkt, so diese Sprungdinge, die Übermittler hier, aber die Übermittler. Die waren auch letztes Mal nicht da. Kabelbrücke. Ah, okay, gut, da kann man dann die sich überkreuzenden Kabel. Es scheint im letzten Patch schon ein bisschen was dazugekommen zu sein. Ah, und wir kriegen neue. So. Da ändert sich übrigens jedes Mal das Aussehen hier. Im Operator-Level ist mir aufgefallen. Und ich gehöre zu den Top 31 weltweit. Flauschig. So. Wie auch immer, lasst uns sehen, wie wir zu dem hier kommen. Ich glaube, da ist das hier prädestiniert. Weil da müssen wir nur trennen, eine Seite ablöschen. Aber natürlich müssen wir in großen Mengen das machen. Nein, müssen wir nicht. Müssen nur vier. Ich habe eine Idee. Gebt mir mal kurz bitte die Produzenten hier. So. So. Ich nehme eine große Plattform. Weil hier müssen wir im Endeffekt, wir müssen einmal mit der altbekannten Minot-Methodik, die wir hier schon verbaut haben, diese Methode trennen wir auf. So, schauen wir mal, was kriegt man hier dann raus? Ja, genau. Jetzt haben wir hier gemischte Teile. Ich glaube, jetzt wird Sortierung tatsächlich auch hier wieder relevant. Aber wirklich die Teile ab. Wobei die Frage ist, lass es mal gerade stehen. Ja. Gedanke vom Iridas. Wenn nicht ganz so verwirrt das gerade ist. Mal kurz. Ich wollte ja diese Halbschneider hier benutzen. 1, 2, 3. Was haben wir hier? 3. 1, 2, 3. Ich will mal sehen, was da hinten rauskommt. Weil wir können ja jetzt durchaus Sushi-Bänder verarbeiten. Weil wir können ja sortieren jetzt. Jetzt nehmen wir die hier noch. Setzen uns hier eine Ebene drüber. Und was kommt aber hier raus? Okay, dann müssen wir tatsächlich. Die müssen wir noch drehen. Ich würde sagen, da kommen wir nicht ganz um eine Sortierung rum, oder? Wir könnten allerdings schon mal einfach. Was ist das für ein Dreher? 90 Grad. Wenn wir die hier in die andere Richtung drehen. Die in die Richtung drehen. Dann ist es oben so wie das hier. Und oben wird gelöscht, genau.
Die müssen dann so sein. Genau hier dasselbe. Alle, die nach unten gehen, müssen eigentlich nach oben. So, es zeigen hier alle nach oben. Hier zeigen auch alle nach oben. Gehen wir eine Ebene nach unten, blenden mal aus. Hier sind auch alle oben. Hier aus. Der hier nicht. Ist oben. Ist auch nach oben. Ist auch nach oben. So, jetzt sollte. Lass uns kurz mal ein bisschen mylisieren, damit wir sehen, was passiert. Ja, die Mülltonne sollte auch dahin. Dann hier kurz nochmal auf Mülltonnen ran. Und jetzt dürften hier eigentlich dann nur noch solche Teile hier rauskommen, wenn hier mal alles bereinigt ist. Außer auf der Seite. Ah, hier müssen alle nach. Das war mir nicht bewusst. Zehn. Spiegeln. Warte mal kurz. Lässt sich das hier irgendwie so platzieren? Spiegeln? Ah, okay, nee, lässt sich nicht. Okay. Ich habe gerade festgestellt, dass hier natürlich oft, wenn es so rumgeht, dann trennt sie natürlich ab. Also das heißt, hier muss es genau andersrum sein. Hier müssen alle runter. Also hier. Erstmal kurz hier anhalten, damit es einfacher zu verstehen ist. So. Genau, hier darf das Teil. Hier muss das Teil unten sein. Ja. Ausblenden wieder. Hier muss es unten sein. Hier muss es unten sein. Auch hier muss es unten sein. Auch hier muss es unten sein. Wieder einblenden. Und schauen, ob es funktioniert, was wir da gebaut haben. Und das war es für diese Folge mit Shapeset 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal. Schaut auch gerne die anderen Videos rein. Oder schaut auf Twitch vorbei und abonniert mich dort. Dann könnt ihr mich auch live beim Spielen beobachten. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.